So, damit herzlich willkommen zurück zum weiteren Paar oder zu weiteren Rennen, und zwar in Spanien, und zwar in Community F1. Und jetzt gibt es schon, ja, ich sag mal, Bewerbungen fürs nächste Saison, und zwar werde ich eine komplette neue Saison starten. Ich weiß nicht, ob ich in diesen Spiels machen will. Ich mach kurz hier zu. Ich weiß nicht, ob ich es in diesem Spiel machen oder in anderen Handyspiel, was vielleicht ein bisschen besser ist. Damit, ja, weil das nicht so das beste Spiel hier. Allerdings auch ein Spiel, wo ich halt den Teamnamen ändern kann und den Fahrernamen. Und ihr könnt jetzt hier in den Kommentaren bewerben, wie euer Team, also ihr könnt einmal bewerben, wie euer Fahrer heißen soll in der nächsten Saison. Bedenkt bitte, dass ihr nicht zu lange den Namen auswählen solltet. Und ihr dürft dann entscheiden, also ihr dürft auch einige Beispiele, ja, Beispiele, wie sagt man es, Beispiele oder Vorschläge, genau. Vorschläge aussuchen. Wie die Teams heißen sollen. Genau, die Teams kann ich auch umbenennen. Ist ja wohl klar, ne? So, Murphy ist ja bei uns glücklich, Aquarell ist nicht. Aquarell ist besser bei uns als Murphy. Murphy hat schon einen Punkt. Im letzten Rennen war das, glaube ich, ne? Ja. Ne, vorletzten Rennen. Okay, im letzten Rennen hat Aqua schon wieder Rekordplatzierung erreicht. Da würde ich sagen, geht's direkt zum Rennen. Ich würde hier das Fahrzeug. Tut mir leid für den Cut, ich bin so doof. Ich will hier auf Reset gehen. Hätte ich auch machen können. Dann ist unser Ziel nicht so hochgeschraubt. Weil unser Ziel wäre sonst für Aqua Platz 8. Das heißt, 4 Punkte wären Pflicht. Ansonsten Minus. Und ich will lieber den 11. Platz als Ziel haben, weil das heißt, wenn wir einen Punkt sammeln, nur einen einzigen Punkt sammeln, egal mit welchem Fahrer, dann sind wir schon im Plus. Und wenn wir halt keine Punkte sammeln, dann verlieren wir auch nichts und gewinnen auch nichts Großes. Ja, würde ich sagen, zunächst, wir starten mal die Qualifikation. So. Aqua startet Platz 11, Miff Platz 19. Ja, da muss ein bisschen mehr kommen von ihm. Ich würde sagen, mit. Ja, ich nehme das hier rüber. So. Genau, ich nehme es hier so rüber. Ike Koba führt das Feld an, beziehungsweise hat die Qualifikation gewonnen. Vor Ghost Rider und Gatsby, und dann kommt der Traffix. Dann Wenix, also Wusche Wenix, Alonso auf Platz 6, auf Platz 7 und 8 sind Gökhan namenlos. Und um die Top 10 zu vervollständigen, steht auf Platz 9 Massa und Platz 10 Tef. Ja, die anderen werde ich nicht benennen, weil ich den anderen Namen noch nicht drauf habe. Ja, Döner leider letzter, aber ganz, ganz knapp. Döner, du wirst im nächsten Saison ein bisschen höher gestuft. Also, was heißt bisschen höher? Sehr hoch gestuft. Hier würde ich zwei, also drei, zwei Stopp probieren. Hier würde ich drei Stopp. Aber so. Ja, so würde ich verfahren wollen. So, Möw muss ja sehr vorsichtig fahren, sonst halten die Reifen nicht durch. Dann haben wir alles geschafft hier, ne? So. Dann würde ich sagen, starten wir die Qualifikation. Das Rennen, nicht die Qualifikation. Und Aqua könnte die Top könnte sich in Top 10 stürmen. Und zwar ist Tef vor ihm. Überholt ihn, er überholt ihn, er überholt ihn ganz. Es steht Reifen, Reifen, überholt ihn sogar ganz knapp. Aber er muss noch weiter kämpfen, um die Platz 10 zu sichern. Namenlos und Massa direkt vor ihm und könnten ihn stören. Und Massa hat er überholt. Aqua hat es überholt, Massa. Und überholt noch dazu noch namenlos und überholt. Ja, und holt den. Wie viel den Platz? Er ist jetzt aktuell Platz 9, aber er schiebt sich von hinten durch. Leon Dornov, der schiebt sich von hinten ganz plötzlich durch und ja, schon ist Aqua doch noch 10. geworden. Aber er kämpft noch. Er kämpft noch gegen Tef und die Top 10 Platzierung. Allerdings ist es jetzt aktuell sehr schwierig. Möw auf Platz 18. Ja, das ist das Ziel von Möw. Direkt vor Alex, Todd und Patrick. An Sorge. So, Aqua wie stürmt wieder in die Top 10. Er stürmt wieder in die Top 10. Er überholt sogar. Na, nicht ganz. Er hat fast überholt. Er überholt aber Tef zurück. Na, hey, was nun? Also, Aqua kann sich nicht entscheiden, wen er da überholen soll. Auf jeden Fall ist er leider eine Gruppe hinten, weswegen er nicht ganz so durchkommt. Hinter zwei Fahrzeugen zu fahren, ja, verschwendet noch doppelt so viel Platz. Jetzt war Aqua in der Box gewesen und wird sogar von namenlos. So, ne, von Lüber so ausgebremst. Okay. Er überholt Lüber. Und die Musik fällt aus. Wir haben leichte Internetschwierigkeiten, weswegen die Musik manchmal ausfallen könnte. Ich versuche mal die Grafik runterzuschrauben. Die ist schon auf dem Minimum. Und die Musik fällt wieder manchmal aus. Tut mir leid dafür. Jetzt sind wir auf Platz 12 und 21. Beziehungsweise Platz 12 und 20. Aqua sieht schon den nächsten vor sich. Und zwar ist es Leon. Der hat etwas schlechtere Reifen. Und überholt ihn. Er muss ihn überholen. Er sollte nicht gestoppt werden. Und überholt ihn auch. Ohne Probleme. Sehr, sehr gut.
namenlos kommt daran nicht vorbei. So, Platz 11 heißt es jetzt. Marvin Van Dijk hat sich in Runde 22 gedreht, beziehungsweise er ist aus der Strecke gerast und hat ein paar Plätze verloren. Namenlos überholt Aquarius. So ist Aquarius auf Rang 12 eingestuft. Sollte ein bisschen besser laufen. Es muss einfach ein bisschen besser laufen. So, Aquas zweiter Stopp von 3. Er ist Platz 13 zurückgefallen. Allerdings kann er natürlich auf Platz 10 kommen. Und zwar muss er halt auch ohne Probleme an Leon vorbeiziehen. Er zieht ohne Probleme vorbei. Verliert überhaupt keine Zeit. Sehr, sehr gut. Müllfeld währenddessen von Ghost Rider überrundet. Ne, von Gatsby. Gatsby überrundet ihn. Ghost Rider führt das Feld an. Es sieht nach einem Sieg aus für Ghost Rider. Ikekoba weiten Abstand zu Platz zum ersten Platz. Ja, und Gatsby ist dann Dritter. Bis Platz 4. Ja, bis Platz 1, 2 und 3 sind ziemlich weit auseinander, beziehungsweise Platz 2 und 3 sind eigentlich nah dran und Platz 3 und 4 sind weit auseinander. Aqua wäre jetzt in der Top 10. Allerdings muss man bedenken, dass er noch einmal in der Box fahren muss. So, Aqua lässt dreht ein bisschen auf, um halt die Reifen so gut wie möglich auszunutzen, um halt im letzten Stint den ersten Punkt, also einen Punkt zu sichern. Aber dafür muss er das auch noch schaffen. Jetzt fährt in der Box. Und es ist auf Platz 12. Das heißt, zwei Fahrzeuge muss er überholen. Da ist Gökhan. Gökhan ist der Erste, den er überholen muss, um halt in die Punkte zu kommen. Direkt da ist auch Wienix. Und er muss die beiden überholen. Er muss nur die beiden überholen. Dann ist er in den Punkten. Er überholt Gökhan. Er überholt Gökhan. Steckt hinter Wienix fest. Er steckt hinter Wienix fest. Er muss ihn noch überholen. Noch knappe 8 Runden. Und da ist auch schon Orlando. Und da ist auch schon Namenlos. Platz 8 wäre drin. Er überholt wenigstens, ist im Top 10 überholt, Namenlos ohne Probleme. Platz 9 ist es jetzt. Das ist ein Überrunder, die Nummer 94. Es ist noch mehr drin. Es ist noch mehr drin. Es ist noch Platz 8 drin. Platz 8 wäre noch drin. Aqua dreht auf. Aqua will den 8. Platz holen. Aqua will den 8. Platz holen. Noch 2 Runden sind noch zu fahren. Es war richtig eng. Master ist auch noch da. Sieht, der Platz ist drin. Er pusht es sehr, sehr hart. Er pusht sehr, sehr hart. Und ist auf Platz 6, Leute lieben. Oder? Nein, ist noch nicht ganz. Es wurde ganz, 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 ganz knapp hinter Alonso auf Platz 8 gelandet. Entschuldigung, er war nicht auf Platz 6, sondern Platz 7. Um eine Millisekunde hinter Alonso leider gelandet. Er konnte gerade noch sich zurückholen. Schade, schade. Ghost Rider hat das Rennen gewonnen vor Gatsby. Hier steht der Gatsby und allerdings will er Gatsby genannt werden. Deswegen Gatsby. Ikekoba wieder zurück auf den Top 3 Plätzen. So, die anderen Ergebnisse. Leon Toronov auf Platz 4, Platz 5 ist Z12X, Platz 6 ist Tef, 7 ist Alonso, 8 ist Aquarellist, 9 Master und 10 ist Wenix. Türkan wurde 11, Namenlos 12, Leon 13, Toto wurde 14. Wer war fair? Seht ihr, deswegen wollte ich nicht alles durchlesen, weil ich nicht weiß, wer fair war. VER. Na. Möw da und ein Döner wieder mal letzter. Döner, ich verspreche, du bist in der nächsten Saison ein bisschen besser. Ich will vielleicht andere Spiele ausnutzen. Oder was ausnutzen? Benutzen. Nein, ich hätte am Ende nicht so. Ich hätte aber am Ende mehr Gas gebissen, sagt Aqua. Na gut. Passiert halt 4 Punkte. Ziele waren auch 0. Ja, sehr, sehr gut. Das Fahrzeug wird nochmal verschnellert. So, im nächsten Rennen in Monaco muss Aqua 4 Punkte holen. Und Möw, ja, ist Platz 16. Insgesamt, Gesamtwertung zeigt folgendermaßen: Möw Unity ist immer noch von Mac Racing, die, glaube ich, keine Punkte geholt haben. Haben sie Punkte geholt? Alonso, ja doch, Alonso, ja gut, die haben ein paar mehr Punkte geholt als die. Ja. Na gut, mit Unity 4 Punkte vor Mac Racing. Mit sehr, sehr großem Abstand der Team Racing Pro mit 202 Punkten, die haben, ja, fast, die haben über 100 Punkte Abstand, also 108 Punkte Abstand zum zweiten Team Red Clashers, die mit dem Team F1 Lab to Go konkurrieren. Red Clashers auf Platz 4 und 5 der Fahrermeisterschaft, und zwar Z2FX und Gökhan gegen Ikekoba und den nicht ganz so starken Wienix, der stärker erwartet worden ist. So, das war's mit dieser Saison, diesen Rennen in Spanien. Im nächsten Rennen geht's in Monaco weiter. Das wird richtig spannend. Da werden bestimmt viele Leute rausfliegen. Wir sehen uns dann einfach im nächsten Rennen. Ja, und vielleicht sogar mit bisschen mehr Erfolg als in diesem Rennen, weil unser Fahrzeug schneller geworden ist. Ciao, bis zum nächsten Part, euer MöwLP. Wir gucken aber die ganze Tabelle nochmal durch. Verbeult war das, genau.